Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von Untergriesbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, ist ein bisschen länger her, dass es hierzu eine Folge gab. Aber jetzt geht's wieder weiter hier auf dem Projekt, wo wir ein bisschen mehr in Sachen, in Anführungsstrichen, Realismus das Ganze auch darstellen hier bei uns auf der wunderschönen Map. Wir haben die Felder soweit mit Gärresten, also Gülle ausgebracht. Das Feld ist vorbereitet. Ihr habt auch fleißig Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und was ihr auch geschrieben habt, ist, dass wir auf dem Feld hier durchaus Weizen ausbringen können. Das werden wir auch in der heutigen Folge beginnen. Wir werden gleich erstmal den Weizen, den wir uns in der letzten Folge besorgt haben vom Händler. Das haben wir, glaube ich, 2000 Liter, die wir uns besorgt haben. Ich habe da schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Da steht da vorne alles. Werden wir dann heute beginnen, das Ganze dann auch auszusehen. Ansonsten habt ihr geschrieben, dass wir hier auf Feld 20 Mais ausbringen sollen. Der eine oder andere meinte auch, vielleicht können wir das Feld sogar teilen. Wäre auch eine Option. Dann würde ich hier einfach nochmal mit dem Gruber langfahren. Wir müssen das Feld auf jeden Fall, da müssen wir noch Gärreste ausbringen. Das werden wir dann auch noch machen. Aber heute werden wir uns erstmal mit der Ausbringung von dem jeweiligen, wie heißt es denn gleich, von dem jeweiligen Weizen kümmern. Wir schauen uns das mal kurz an. Und zwar Weizen können wir schon ausbringen. Ihr seht, das Ganze ist weiß eingezeichnet. Gerste könnten wir auch nehmen. Weizen und Gerste. Wir haben natürlich auch Tiere. Ne? Die Tiere, die haben wir hier bei uns am Hof. Die sind soweit versorgt. Das passt alles. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist Gras. Kommt aber dann auch. Ich denke mal, dass wir 2 Schnitte pro Jahr von unserer Wiese runterholen können. Müssen wir einfach mal schauen. Und wir brauchen auf jeden Fall auch Stroh. Ne? Und um Stroh geht es uns. Um Weizen geht es uns. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal loslegen hier. Wir werden jetzt hier mal in unseren John Deere uns begeben. Wir werden dann einmal die jeweilige Saatmaschine uns holen. Da haben wir nämlich die aus dem Alpine DLC. Das ist nämlich auch so eine Kreisecke oder Scheibenecke. Ich vertue mich da immer mit den Geräten. Wenn ich mich ab und zu mal vertue, Leute, liegt es einfach daran, dass ich halt nicht aus der Landwirtschaft bin. Und wie gesagt, dieses Projekt, ne, bevor ich wieder hier Hate kassiere in den Kommentaren, ist ein realistisch angehauchtes Projekt. Ne, also ich bin kein Landwirt, ich kann das alles nicht entscheiden. Ne, und wenn es euch zu unrealistisch ist, dann ja, guckt es einfach nicht an. So, weiter geht's. Aber ich hoffe, die große Mehrzahl, so wie es auch in den letzten Videos war, gefällt es natürlich. So, wir werden jetzt einmal hier ranfahren. Wir haben natürlich auch Manual Attach mit dabei. Wir haben auch Pro Seed mit dabei und viele, viele andere tolle Dinge. So, das Kabel ist schon dran, okay. Das heißt, da müssen wir noch die Zapfwelle reinmachen. Das ist übrigens die Pöttinger Aerosem 3002 ADD. Und hier vorne haben wir noch die dementsprechende, ja, so klein, das ist eine Scheibenegge, ne? Ja. Die Lion 303. Dann heben wir das Ganze aus. Ihr seht jetzt hier schon die Anzeige. Das ist ProSeed. Das findet ihr übrigens auch in der Mod-Liste in der Videobeschreibung. Falls das Menü mal nicht angezeigt wird und ihr trotzdem eine Saatmaschine dran habt und ihr auch ProSeed aktiviert habt, das heißt alles richtig ist, kann es sein, dass der manchmal nicht angezeigt wird. Da müsst ihr dann einmal Spielstand speichern, verlasst das Spiel, geht in den Spielstandordner, da gibt es eine Datei, die nennt sich ProSeed XML und da müsst ihr das Ganze anpassen, X- und Y-Achse auf 0.5. Also beides auf 0.5, speichern, reingehen und da wird die Anzeige auch schon wieder angezeigt. Kann schon mal passieren mit einem Update oder wenn ihr meine Mod-Ordner hin und her kopiert, dass das Ganze dann nicht angezeigt wird und so könnt ihr diesen Fehler beheben, weil ich denke, der eine oder andere wird es auch in den Kommentaren dann schreiben. So, dann senken wir das Ganze mal ab, machen den Motor aus und werden das Ganze hier mit N-Eimer öffnen. Ne, man kann das natürlich auch von innen machen, aber ich habe das Cover-Addon noch mit drauf. Ihr seht, das Ganze ist jetzt aktuell leer. Und ja, den Spaß, den werden wir jetzt machen, dass wir die Sämaschine befüllen. Dann werden wir ProSeed einstellen, GPS werden wir einstellen. Und ja, werden dann heute schon mal so ein bisschen beginnen, so 2, 3 Bahnen fahren. Aber erstmal muss natürlich Saatgut rein. Und das werden wir jetzt hier mit dem schönen Fahrzeug machen. Ach, warte mal, ich muss jetzt mal die Spanngurte lösen. Fällt mir gerade auf. Hup. Machen wir die mal alle lose hier. Damit wir nämlich auch das Ganze hier überhaupt runterbekommen, ne? Oh, da muss ich mal ganz schmal machen. So, Tür zu. Das ist Maus-Control, kein Simple IC, nicht zu verwechseln. So, starten wir das Ganze hier mal. Und dann gucke ich mal, ob ich das hier so per
in Perspektive hier auch so einigermaßen reinfahre. Kriegen wir es dran? Ja, passt das, passt das, passt das. Müsste gehen, ne? Jo, er ist dran. Sehr schön. Da können wir mal kurz hier einmal anheben. Mit der Seitenkonsole, hoffe ich mal. Jo, das klappt. Wir haben am frühen Abend sind wir hier dabei. Shuttle Control haben wir natürlich auch am Start. Das Einzige, was ich jetzt erstmal rausgenommen habe, vielleicht für euch zur Info, ist das Head-Tracking, weil es hat mich schon arg behindert beim Zocken. Meine Meinung. War noch nicht so perfekt. Und auch mit dem Mikro, ich muss mir da mal neu was überlegen, weil das Problem war, dass das nicht falsch eingestellt war, wenn ich nach links geguckt habe, sondern das Mikro ist da im Weg. Weil ich das halt auch vor meinem Mund relativ nah, so eine Handbreit, davon ist es weg, schon mit dabei habe. Und hier seht ihr jetzt, dass das Ganze dann jetzt auch beispielsweise übergeladen wird. Ne, sieht ganz cool aus, wenn wir uns das hier mal angucken. Ne, befüllen wir das Ganze jetzt hier mit dem Saatgut. Da sind wir da auch schon fertig. Und das war der Grund, warum ich es jetzt einfach rausgenommen habe. Was ich aber mit reingenommen habe, war diese Kamera-Kolli, diese Mod. Weil das habt ihr geschrieben. Nimm das mal mit rein, das ist ganz gut. Und auch, was auch noch mit neu mit reingekommen ist, ist die Real Seat Usage. Das hattet ihr nämlich auch vorgeschlagen. Natürlich ist die Modliste auch schon wieder aktualisiert, sodass ihr da auf jeden Fall euch die Mods dann auch runterladen könnt. Ne, wenn da irgendeine Mod fehlt, schreibt es gerne in die Kommentare. Werde ich das Ganze dann natürlich noch aktualisieren, beziehungsweise dann auch noch wieder neu mit dazu nehmen. Ich parke die jetzt mal hier so. Das Saatgut. So, warte mal. So, das müsste, glaube ich, passen. Und dann können wir nämlich jetzt hier das Ganze runtersetzen. Ich hoffe, das passt auch. Mein Rückwärtsgang rein. So. Gucken wir mal. Dann nehme ich meistens lieber die Außenansicht, weil das bin ich halt von FSL gewöhnt. Er zieht die immer mit, ne? Diese... Ach, die Palettenphysik im LS, ne? Schwierig. So, jetzt, ach, das ist ja nicht ganz gerade. Das kann man vielleicht auch besser lösen. Wenn man halt jetzt auch noch die Behälter mit reinnehmen könnte. Es gibt nämlich auch so schöne Behälter, da kann man das Ganze nämlich auch dann noch umfüllen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, aber da mal schauen, vielleicht kommt das dann irgendwann nochmal. So, holen wir den zweiten auch noch ab. Verladen den auch noch und dann fahren wir mal zum Feld runter und werden das Ganze dann in Betrieb nehmen mit der Saatmaschine hier. Echt ein schönes Gerät. So. Fahren wir da nochmal ran. Jetzt ein bisschen kurbeln. So. Und dann muss ich halt einfach wieder die Außenkamera nehmen, ne? Es geht leider nicht anders. Da fühle ich mich halt am wohlsten. So, mal ein Stück zurück hier setzen. Ja, jetzt hat er sich schon wieder verfangen hier. Ach, die Paletten, ne? Ist echt belastend. Ich und die Paletten wären keine Freunde mehr. In diesem Leben auf jeden Fall nicht mehr. Machen wir ein bisschen Licht an. Es dämmert nämlich schon leicht. Wir haben 18 Uhr. So, dann packen wir die zweite Palette da auch nochmal weg. Dass sie dann auch nochmal beiseite ist. Ich mache aber so einen Mix zwischen Innenfahrten und Außenfahrten. Habt ihr euch halt auch gewünscht. Ja, und ansonsten kommt jetzt wieder alle zwei Tage eine neue Folge. Versprochen. Ja. Kann immer mal sein, dass was dazwischen kommt. Deswegen seid ihr nicht böse. Aber letzte Woche war halt echt wild und Beruf, also ich bin ja ganz normal am Arbeiten, ne? Viele denken ja, dass das mein Hauptjob ist. Nein, ist es nicht. Ist auch gut so. Sondern es ist einfach nur ein Hobby, was ich hier mache. Klar, ich verdiene auch mittlerweile ein bisschen Geld hier mit. Ne? Vielen Dank auch für euren Support und dass ihr auch als die ganzen Videos schaut. Danke, danke für euch da auch dafür. Aber ich gehe ja ganz normal arbeiten unter der Woche. Letzte Woche war ich halt maximal, ja, nur unterwegs und viele Termine und dies, das und, ach ja, musste sich um einige Sachen kümmern, die halt einfach meine Aufmerksamkeit, ach, das ist, wo ich mich halt so ein bisschen darauf konzentrieren musste und da ist halt mal, gab's halt einfach nur mal eine ganze Woche Kanne liegen, ja. So,
Jetzt haben wir es. Mensch. Och, Leute. So, einmal hier absenken. Was lange wird, wird gut. Wir schalten das Ganze mal aus hier, machen auch mal die Lichter wieder aus. Und gehen dann mal rüber zu unserem Fahrzeug. Also zum John Deere. Ne, ihr seht jetzt auch hier das Saatgut. Wenn man jetzt hier draufsteigt, sieht man das Ganze. Ne, da haben wir das Ganze jetzt hier soweit auch schon drin. Ne, das ist die schöne Saatmaschine, die wir heute nutzen werden. Und beziehungsweise erstmal einstellen werden. Ich klappe das Ganze mit N mal wieder zu. So, jetzt seht ihr rechts oben, sehen wir auch schon ProSeed. Das ist eine separate Mod, die immer greift, wenn wir eine Sämaschine dran haben. Dann fahren wir mal zurück. Wir machen mal Rückwärtsgang rein. Und werden dann jetzt hier gleich den Vorwärtsgang wieder reinschmeißen. Komm. Fahren wir mal zum Feld runter. Machen auch hier schon mal ein bisschen Licht an. Hören wir das leichte Klacken. Und werden das ganze Setup jetzt einmal einstellen. So. Ich fange jetzt relativ mittig an hier. Hat folgenden Hintergrund. Da das Feld natürlich von der Breite her hier ja nicht ganz optimal ist. Wir haben ja bei uns am Hof haben wir eine 21 Meter Spritze. So. Die ist auch auf 21 Meter eingestellt. Das ist ja halt das Gerät, was wir haben. Wir haben ja hier unseren Kalkstreuer, den haben wir uns auch schon mal geholt. Da können wir auch Dünger ausbringen, aber für Düngerausbringung wollen wir wirklich Flüssigdünger verwenden. Ne, das nimmt man eigentlich erst, wenn was drauf ist, das heißt auch Unkraut, Vernichter, würden wir dann draufpacken oder halt mit dem Striegel drüber gehen. Und da müssen wir halt eine Fahrgasse bilden und da die 21 Meter ist, müssen wir das einstellen. Wie gesagt, ich bin kein Landwirt, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das auf diesem kleinen Feld einstellen müsste. Was wir als allererstes einstellen wollen, bevor wir überhaupt mit dem ProSeed beginnen, ist das GPS zu konfigurieren. Ne? Dafür gehen wir einmal mit der Steuerungstaste links und S in das Menü von GPS, nehmen die automatische Breite, 3 Meter. So, dann stellen wir mal hier mit Alt links und E, ich habe das bei mir auf meinem Seitencontroller konfiguriert, damit ihr das A angezeigt wird. Ihr seht es gerade hier, das ist der A-Punkt und der B-Punkt. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Punkten arbeiten, so wie ihr das gerne möchtet. Dann drückt ihr dann nochmal, fahrt so 15 bis 20 Meter, dann nochmal das gleiche drücken. Und dann könnt ihr mit Alt-X die Spur aktivieren. Ja, die ist jetzt aktiv, das heißt, er befindet sich jetzt hier auf der Spur 0. Das ist der Ausgangspunkt. So, da wir jetzt natürlich auch Fahrgassen bilden möchten, werden wir das Ganze... Wir einmal zurückfahren. Bleiben einfach hier auf der Spur. So. Kommt auch dieses schöne Signalton. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch das ProSeed einstellen. Ne? So, wie gesagt, ihr könnt den Automodus nehmen. Ich nehme immer den Semi-Modus. Ihr könnt auch einen Ton einstellen. Das heißt, wenn die Maschine ausgehoben ist, habt ihr halt einen Ton. So ein Piepton, der in regelmäßigen Abständen piept. Hier haben wir noch eine Unterdüngung, glaube ich, heißt das. Ich bin kein, wie gesagt, kein Fachmann. Hier haben wir Fahrgassen und so weiter. Das ist die Breite der Sämaschine. Und das ist der Abstand für die Spritze. Wir haben 21 Meter. Das stellen wir ein. Das heißt, wir fahren insgesamt 7 Spuren. 7 Spuren, dann macht er eine Fahrgasse. Wir fahren jetzt hier immer rum, weil da haben wir alles frei. Hier, wie ich das machen müsste, müssen wir, glaube ich, mit einer Teilabschaltung arbeiten. Kenne ich mich jetzt nicht aus. Wird interessanter, wenn wir dann auf dem großen Feld sind. Also sprich, dann auf Feld 20. Da wollen wir ja Mais drauf machen. Da wird es dann ein bisschen einfacher. Ist auch ein kleiner Glitch. Ne, das kennt man ab und an mal, dass er da angezeigt wird. Bedeutet, wir sind jetzt hier auf unserer Bahn. Ich fahre nochmal ein kleines Stück zurück. Vorwärtsgang. Dann schalten wir mal die ganzen Gerätschaften ein. Das Ganze können wir natürlich auch hier bei dem John Deere Pack mit... Steuerung rechts und Shift können wir hier ranzoomen und mit Steuerung Q oder A können wir hier in das Menü switchen. Ich würde jetzt dieses Menü vorziehen, weil da sehe ich einmal, was wir dort alles haben. Wir haben einmal Seeded, wir sehen Weizen, 3 Meter Arbeitsbreite für unsere Saatmaschine auf der rechten Seite, ProSeed Working und dann haben wir die Current Lane und die Tram Line Distance.
Tramline Distance ist quasi die Breite unserer Spritze. Mode, Semi, habe ich gerade eingestellt. Dann würde ich sagen, schalten wir das Ganze, den ganzen Spaß einmal ein hier. So, senken das Ganze. Dazu müssen wir einmal auf die... Das. Jetzt habt ihr den Ton gehört. Und er fängt jetzt mit Spur 2 an. Weil immer wenn ihr die aushebt, er dreht jetzt auch hier hoch. Ja, ihr müsst wirklich warten, bis er bei 1900 Umdrehungen ist. In der Realität ist es, glaube ich, so. Das heißt, er dreht jetzt hoch. Und wenn das Gerät da bereit ist, fährt er. So, wir können jetzt den Tempomaten aktivieren. Und ihr seht, er fängt jetzt hier an zu sehen. Das sieht dementsprechend so aus. Na, ganz normal, ohne Fahrgasse. Wir fahren jetzt gleich links rum. Und dann wird er dann oben gleich bei Proceed natürlich in die nächste Line springen. Wir könnten uns die Lines natürlich auch hier angucken. Sieht optisch schöner aus. Aber ich will euch das mal zeigen. Ihr seht auch, wie viel Liter der oben ausbringt pro Hektar. Wie viel Hektar wir damit quasi ausbringen können. Das wird da oben auch angezeigt, wird aber auch hier angezeigt. Gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. So, ich mache jetzt auch mal die hintere Geschichte jetzt hier nochmal an. Jetzt heben wir wieder aus. Jetzt kommt wieder dieser leichte Ton. Das ist leichte Piep, Piep, Piep. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist relativ leise. So, fahren jetzt hier in die nächste Bahn rein. So. Ich setze noch mal ein kleines Stück zurück. Ich würde dann jetzt gleich GPS aktivieren. Das habe ich jetzt gerade eben getan. Und sobald wir das Ding wieder senken, achtet mal oben rechts auf die Spur. Dann nimmt er jetzt die Spur 2. Das Piepen hört auf. Und er fährt jetzt hier die nächste Bahn. Das macht er jetzt bis zur letzten Bahn. Und dann setzt er bei 21 Meter Breite, setzt er dann die Fahrgasse rein. Das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Das seht ihr dann gleich. Wir werden die ersten Touren jetzt hier machen. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke, dass wir das Ganze auch dann nochmal soweit anpassen müssen. Wir können auch das HUD wieder komplett ausblenden, wenn wir wollen. Da braucht man auch den HUD-Toggle-Mod. Ist halt auch wichtig, dass ihr den habt dann. So, das Ganze heben wir einmal aus. Ihr seht, wir sind jetzt hier noch in Spur 2. Jetzt fängt die Saatmaschine wieder an zu piepen. Fahren wir einmal rum hier. Wir haben ja genug, genug Wendemöglichkeiten hier, weil das ja eine Wiese, dass die Wiese da noch angrenzt. Dann schalten wir das Ganze wieder aktiv. Dann fährt er jetzt hier in die nächste Bahn rein. Wir senken die Saatmaschine und sobald wir die gesenkt haben, erkennt er, aha, wir sind jetzt in Line 3. Plupp. Und so wird das Ganze dann ausgebracht. Nach und nach, ne, bis wir dann die 7 Bahnen gefahren haben. Oh, jetzt hat er den Tempomaten rausgeballert. Ist auf jeden Fall recht praktisch. Und die Fahrgassen sind dafür da, dass man dann später mit der Spritze, ganz normal, ja auch natürlich ohne die Frucht zu zerstören, spritzen kann, ne? Man wechselt auch immer mal die Fahrgassen, so habe ich es zumindest gelesen und auch mir in Videos angeschaut. Jetzt haben wir hier die ganzen Bahnen drin. So, jetzt sind wir hier am Ende der Bahn. Die Vorgewände kommen immer zum Schluss. Außer beim Mais ist das was mit der Verdichtung am Boden zu tun wohl. Hattet ihr mir auch schon mal in einer der zahlreichen Folgen erklärt. Ne, alles außer Mais. Da wird das Vorgewende zum Schluss gefahren. Auch da gibt es unterschiedliche Techniken. Immer der eine oder andere sagt, nö, das ist vollkommen egal. Der eine oder andere sagt wieder, nö, du hast Unrecht. Ja. Also die Meinungen gehen da auseinander. So, jetzt fahren wir in der nächsten Bahn. Zack. Funktioniert soweit. Und jetzt setzt er hier schon mal die erste Fahrgasse rein. Das müssen wir, glaube ich, uns gleich mal anschauen. Ja, sieht zumindest so aus. Jo. Da bastelt er jetzt die erste Fahrgasse rein. Weil das nämlich genau die Mitte ist. Sodass wir dann hier... Ich zeige euch das gleich nochmal mit der Taschenlampe. Wir haben natürlich jetzt schon zum späteren Zeitpunkt des Tages, dass wir das Ganze dann auch besser sehen können. Ich fahre jetzt nochmal die andere Bahn und dann schauen wir uns das mal im Detail an. Jetzt hören wir wieder das leichte Piepen.
weil wir die Saatmaschine ausgehoben haben, wie ich schon erklärt habe. Ist auch so ein kleines akustisches Signal. Ja, jetzt seht ihr hier die Fahrgasse rechts, diese zwei braunen Streifen. So, fahren wir nochmal ein Stück zurück. Und wenn wir jetzt hier wieder reingehen, das Ganze senken. Ihr seht, die roten Zwischenpunkte sind verschwunden. Ja, das heißt, hier setzt er jetzt wieder eine normale Bahn, ohne diese Zwischengeschichten. Ja, das wäre auch da angezeigt worden. Aber da wir jetzt die Anzeige hier im John Deere Pack haben, habe ich die als einfach genutzt. Und dann zeige ich euch gleich mal den kleinen, aber feinen Unterschied hier. Wie sich das Ganze dann auch darstellt. Ne? Ist auf jeden Fall recht cool gemacht. Da sehen wir die Fahrgasse. Ich fahre jetzt einmal zu Ende, sodass wir dann bei Line 1 dann wieder beginnen können. Dann schauen wir uns das im Endeffekt dann nochmal an. Machen wir mal eine Fahrt in der Innenperspektive. Huch. So, einmal ein bisschen mehr ausholen. So. Jetzt können wir uns hier schon mal wieder dem GPS widmen. Wir können das Ganze jetzt hier schon wieder senken. Das heißt, er springt in die sechste Bahn von 7. Und danach springt er wieder in Bahn 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ne? Das heißt, es geht immer wieder von 1 bis 7, fängt immer wieder von vorne an. Und hier seht ihr quasi die aktuelle Line. Ne? Die Tramline Distance ist, wie gesagt, die Spritzenbreite. Deswegen hat er hier auch auf der linken Seite jetzt, ihr seht das vielleicht im Video, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, dann auch die Fahrgasse gebaut. So. Heben wir das Ganze wieder aus. Fahren jetzt hier einmal wieder rum. So. Fahren wir mit dem Reifen immer hier. Das ist ein guter Orientierungspunkt. Mit dem Reifen immer hier so leicht reinfahren. Fährt er das meistens. So, jetzt sind wir hier in Line Nummer 7. Da ist die siebte Bahn. Ja, und dann in der nächsten beginnt er dann wieder mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Ich werde den Kurs gleich mal speichern, damit ich für die nächste Folge das Ganze dann auch noch soweit fertig machen kann. Wir können natürlich auch noch die Frontbeleuchtung ein bisschen heller schalten. Und da sehen wir es dann nochmal ein bisschen deutlicher, wie das Ganze dann sich auch darstellt. So, die Bahn haben wir raus. Dann heben wir das Ganze mal wieder an. Ich fahre nochmal kurz auf die nächste Bahn und speichere dann gleich den GPS-Kurs. Dann haben wir den auch schon mal drin. Huch. Und setze mich schon mal hier auf die Bahn, die ich dann später auch fahren würde. Wir können das GPS ja einmal kurz aktivieren. Dann befinde ich mich auf der Bahn. Und ich würde sagen, wir lassen die Lichter mal an. Schalten die ganzen Gerätschaften jetzt hier einmal ab. Gleich wird sich die Drehzahl da auch... Ihr habt gesehen, die Drehzahl hat sich jetzt runtergesetzt. Wenn ich jetzt in das Lenkrad greife, ne, fährt das Ganze wieder runter. So. Wir schalten das Fahrzeug mal aus. Werden jetzt einmal hier kurz den Kurs speichern. Da können wir sagen, hier, das ist nicht grubbern, sondern das ist F... was ist das? Was ist das für ein Feld? Feld Nummer 29. Ihr seht zum Beispiel auch hier die Fahrgassen jetzt hier auf dem Feld, ne, eingezeichnet. Finde ich echt sehr cool. Das ist Feld 29. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal ein hier. F29-S nehme ich immer für Saatmaschine. Und dann 3, warte mal, Unterstrich 3M. Und 21M, das ist dann die Spritzenbreite, damit ich das auch weiß. So, jetzt haben wir den hier drin, den können wir beim nächsten Mal wieder laden. Jetzt schauen wir uns das ganze Ergebnis mal so ein bisschen an. Und zwar, wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir jetzt hier, wir haben hier begonnen. Das war Line 1, 2, 3, 4. In der vierten Bahn hat er dann jetzt hier diese Fahrgasse reingefahren. Ihr seht jetzt hier, da ist so ein kleiner Spalt frei. Ne, natürlich wächst da jetzt auch nichts. Ne? Es wächst natürlich nur hier in der Mitte was. Und das ist halt der Vorteil.
Nämlich, wenn das Ganze wächst oder ich zum Beispiel Unkraut bekämpfen muss und ich mit meiner Spritze hier rein muss, habe ich dann später eine Breite von 21 Metern. Ne, das bedeutet, ne, 21 Meter durch 2. Ne, das heißt, der geht hier rüber bis hier rüber, ne, also bis wo hier gefahren sind. Und dann würde es hier wieder beginnen. Bedeutet, wir haben hier die Lane 1, 2, 3 und der vierten. Ne? Das heißt, 1, 2, 3, 4. Hier ungefähr würde dann wieder die Spritze reinfahren. Dann könnten wir hier nämlich auch schön düngen, ohne die jeweilige Saat dafür beispielsweise zu zerstören. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es erstmal gewesen sein. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ne? Am kommenden Mittwoch geht es weiter hier mit einer neuen Folge. Ne? Schaltet auch da gerne wieder ein. Guckt auch die anderen Projekte an, die in dieser Woche kommen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.